bevor das Video anfängt, meine Freunde, ich habe auf dem Revigern-Kanal auf eine Sache reagiert. Checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung von meinem zweiten Kanal. Da gibt es auch noch ein bisschen Eye-Tracker-Action. Also ganz viel Spaß dabei und jetzt auch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ciao! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mal wieder niemand. Ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Leute, ich habe auf Twitter gefragt, ey, schickt mir mal hier Videos, die mit dem Eye-Tracker reagieren sollen. Dankeschön. Und Papa Platte hat mir hier auch ein Video reingeschickt, und zwar Papa Platte Schwänze. Ich habe mir jetzt hier oben alle Videos mal rausgezogen, meine Freunde. Hier oben in der Taskleiste, ihr seht das, auf die ich jetzt reagieren werde mit dem Eye-Tracker. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Video von Sayplay. Ansage Revisit, Revidis. Tja, let's go. Das ist 100% ernst. Ey, ey. Revi, durch Minecraft bekannt, nun eine PewDiePie-Kopie. Was sagen deine Zuschauer, ach für die reichst du Peach. Macht auf Gangster mit seinen Salzstangenarmen, doch die Nikes bezahlt durch das Pfandflaschen sammeln. 2014 noch auf dem Minecraft-Trip, da bringen nun deine Product-Placement-Versuche leider nichts. Ey, aus meiner Sicht lächerlich, Fortnite anzufangen. Der Skill fehlt dir, vielleicht klappt es ja irgendwann wieder einen Schwanz zu packen. Komm mir nicht mit deiner... Gut, Sven, das war schon unangenehm genug. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video, meine Freunde, weil den kann sich ja wirklich keiner einziehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dafür gibt es auf jeden Fall erstmal ein fettes Like und ein Dislike in die Kommentare, damit Sven komplett verwirrt ist. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video, meine Freunde, was mir jemand geschickt hat, und zwar eins von Anisa Duck. 1,7 Millionen Klicks. Schöner Bauchnabel. Let's go, meine Freunde. Und diesmal werde ich natürlich so... Ich werde mir Mühe geben. Ich werde mir Mühe geben, nicht auf die dominant sichtbar weiblichen Körperteile zu starren. Schauen wir mal, ob das klappt. 1 Million Grad. Ja. Hast du das Gefühl zu sterben? Ja. Ja. Ist dieser Witz mit "Ich rede mit dieser geheimnisvollen Stimme" ausgelutscht? Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich mir das reinziehen soll, weil... Nur bei uns, der Abkühlungsenden GmbH. Was ist daran jetzt so krass? Ja, zertifizierten Mitarbeiter random mitten am Tag einfach abspritzen wird. Was? Erfrischend. Ah, okay, jetzt verstehe ich, warum ich mir das Video angucken soll. Alles klar. Smitty Werben Jaggerman Jensen war die erste Nummer 1. Aha. Und sein Hut wurde weitergegeben. Das ist richtig, ja. Krabs an SpongeBob. Und nun kannst auch du dir deinen eigenen Gewinnerhut basteln. Ja, okay, wie soll ich bei so einer seltsamen Einstellungen auch hingucken, Leute. Was soll denn das, Alter? Was mache ich mir hier eigentlich vor, Alter? Ihr wisst genau, was für ein ekelhaft geiler Bock ich bin, Alter. Ich kann mich nicht kontrollieren, nicht zügeln. Ich gehöre weggesperrt. Ganz einfach. Aus nur alltäglichen Dingen, die jeder zu Hause hat, warte bis zu Abend. Das war halt auch so eine Kamerafahrt, Leute, wisst ihr? Wenn ich jetzt Papa Platte wäre, ich schwöre euch, ich hätte hier unten bei den Füßen angefangen und immer weiter nach oben geguckt, bis hin zu den Brüsten. Aber so bin ich nicht, weil ich gucke mir die Wand an. Jeder zu Hause hat, warte bis zu Abend. Und dann das Gesicht und den Hut. Gute Arbeit. Gutes Video. Ich guck mir die Wand an. Okay, Leute, ich verstehe, warum ich mir dieses Video anschauen soll. Fuck, Mann! Okay, Leute, ich glaube, ich habe hier schon reingeschickt. Wir gehen direkt zum nächsten Video. Das hat doch keinen Sinn, Alter. Hier hat mir jemand, also an der Stelle Papa Platte selber, Schwänze geschickt. Das Video Schwänze. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht gesehen und ich bin auch eigentlich überhaupt nicht gespannt, was dahinter steckt. Besonders dicke Schwänze. Ich stehe auf richtig harte, lange Schwänze. Alles klar, gut. Ja, nee, Spaß muss ja auch mal sein, aber Copyright Strike der an der Stelle nicht. Danke dafür, Latten Daddy. Okay, ich schaue mir jetzt gerade an, wie Markiplier und Jack Spadicey, wie die zusammen Pole Dancing machen. Alles klar, okay, ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Action. Boy, stands for brave boy. What be boy? Gut, wir warten ganz kurz, bis sie vielleicht anfängt zu tanzen. Ja, okay. Okay, stark, stark, ja. Leute, ganz ehrlich, ich habe in jedem Stripclub in Köln Hausverbot. Ist so. Warum habe ich... Das ist ja nicht so, als würde ich... Mache ich das gerade bewusst, damit das Ding da landet? Oder schaue ich mir wirklich durchgehend die Körper von allen Menschen an? Vielleicht mag ich ja auch einfach nur Menschen. Vielleicht bin ich einfach ein Menschenfreund, der sämtliche Körper mag. Das ist ja nichts verurteilt. Also, das ist ja nichts Schlimmes. Schönes LED. Schön. How's this B-Boy? What B-Boy? Breath Boy. Gut, gucken wir mal weiter, was hier noch so passiert. Exactly. So I'm gonna go ahead and take my hand. Glide down the body. Then to the floor. Leute, ganz ehrlich, ich komme mir da aber einfach nur dumm vor. Und wir wechseln jetzt das Video, weil das ist nicht cool. Das ist, was haben wir hier? Das hat mir gerade auch jemand geschickt. Best of Znee? Disney. Arschtitten für...
Disney. Leute, es geht um Disney. Disney. Das ist nicht Disney. Das ist... Ah, Ariel. Ariel, die nicht mehr Jungfrau, oder? Verpiss dich mit dem Witz. Das ist Kreta. Kreta ist sehr schön. Die Steine sind auch sehr schön. Jetzt mal wirklich, Alter, wenn ich zu dem Pixelbrei einen runterholen kann, dem ist doch nicht mehr zu helfen, Mann. Ganz ehrlich, guckt euch das mal an, das ist verpixelt bis zum geht nicht mehr. Welcher normale Mensch würde hingehen und diese Art der unbefriedigenden Selbstbefriedigung einem guten alten... Und die Musik ist sehr laut. Da ist eine ganz normale Frau, die mit der Kamera vloggt. Nichts Außergewöhnliches. Da ist eine Biotonne. Die ist schön, die Biotonne. Keine Ahnung, Alter. Also ich könnte mir zu dieser Mucke und zu diesen Bildern keinen schütteln. Ja, hier haben wir Katja Krasavitsch. OMG, Valentinstagstrip. Ja, wer macht das nicht auch am Valentinstag? Ich ziehe mich da auch regelmäßig aus, meine Freunde. Komm, ich will gar nicht erst wissen, was ihr da am Anfang sagt. Katja, schauen wir direkt, was hier passiert. Gottes Willen, Alter. Das ist, entweder ist das ein Traum oder ein Albtraum. Ich weiß es gerade noch nicht, Katja. So, und hinter mir ist schon der Mann, für den ich meinen Valentinstagstanz vorbereitet habe. Der arme Typ, Alter. Der ist, glaube ich, vom Set von Star Wars geflohen. Oder er will sein Gesicht nicht zeigen. Tja, wieso nicht, ne? Ich würde mir auch einen Helm aufsetzen. Kylo Ren oder irgend sowas? Ist ja auch egal. Oder Kylo Ren oder... Das könnte ja auch ein Pokémon sein. Das juckt jetzt an der Stelle nicht. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr euren Mann so verwöhnen könnt an Valentinstag. Okay. Okay, so, gut. Da ihr ja das Geschenk seid, beziehungsweise ich jetzt, stellt ihr euch auf den Tisch. Jeder hat einen Tisch zu Hause, will ich hoffen. Ja. Und der Mann setzt sich auf die Couch. Er muss auf jeden Fall von unten nach oben schauen, damit er... Das Ding ist halt, also jetzt, Katja, nichts für ungut, aber ein Tisch, also jetzt ein normaler Esstisch, der ist circa einen Meter hoch. Wenn ein Mensch dann circa 1,80 hoch ist, dann bräuchte ich 3 Meter hohe Decken. Das hat eine normale Wohnung. Das heißt, das Resultat ist, dass du wahrscheinlich dann so auf dem Tisch tanzt und im besten Falle ausrutscht und alle Knochen brichst. Wenn das ein Geschenk ist, was man an Valentinstag haben will, dann wäre das auf jeden Fall eine Alternative. Ich an der Stelle muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht das Richtige. Schöne Nägel hast du aber, wirklich. Und auch ein Piercing am Bauch. Alles sieht, was man so hat. Aha. Da kann man verschiedene Bewegungen machen. Einfach, okay, was sexy aussieht. Ja. Wenn ihr Spagat könnt, macht Spagat vor ihm. Ich lieb's, wie er wirklich da sitzt. Dann geht er total ab. Dann geht er total ab, oder? Er genießt es richtig, Mann. Er genießt es richtig. Ist das ein Random von der Straße oder ist das irgendwer, den sie kennt? Beides wäre irgendwie unangenehm, oder? Ja, nee, es... Umso länger es dauert, umso geiler wird er. Und umso besser wird es dann, wenn wir dann zu der richtigen Action rüberkommen. Aha. Also bewegen kann sie sich, ja. Könnt euch natürlich auch selber anfassen. Ah, okay. Also jetzt, meinst du jetzt gerade im Moment oder später dann? Ich muss das wissen für meine Recherche. Soll ich mich jetzt selber anfassen oder dann, wenn ich strippe? Wäre wichtig für mich zu wissen jetzt. So, und dann, aha, wenn es auf dem Tisch zu langweilig wird, ja, bevor es langweilig wird, gehen wir natürlich dazu jemanden rüber, ja, aber nicht hinfallen. Ja, wichtig, und dann, ne? Noch nicht anfassen und auch noch nicht den Mann berühren, gar nichts. Tanzen wir ein bisschen näher vor ihm, dass wir natürlich... Ja. Immer er ist sehr fokussiert, Digga. Er ist eher fokussiert als ich tatsächlich. Ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren und muss mir die ganze Zeit das Szenario reinziehen, dass da ein Typ mit einem Kylo Ren Star Wars Helm sitzt und Katja Krasavitsch vor ihm strippt. Also, sie strippt ja nicht, oder? Zieht sie sich noch raus? Ich weiß nicht. Ja. Und dann könnt ihr euch auch überall anfassen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich auf YouTube... Also, soll ich mich jetzt gerade anfassen? Im Arsch anfassen, aufklatschen. Ja. Was ich auch gerne mache, das könnt ihr auch machen, ist so Champagner nehmen und über euren Körper schütten oder das, was ihr gerne trinkt. Ich habe jetzt nicht so viel Geld für Champagner. Tut's auch normales Leitungswasser oder, keine Ahnung, so eine Regentonne, wäre das auch in Ordnung? Wenn ihr Apfelsaft trinkt, dann nehmt halt Apfelsaft. Ja. Und das schüttet ihr dann über euren Körper drüber und dann trinkt es dann einfach von eurem Körper. Mhm, okay. Und dann, wenn ihr merkt, dass ihr Bock hat, zieht ihr euch komplett aus. Okay. Auf den Tanga und den BH. Aha. Geht runter. Okay. Und dann fängt das richtige Geschenk an. Ihr könnt dazu auch Sahne nehmen, das ist mega geil. Ja. Und ja, dann fängt das Geschenk an. Und das kann ich euch aber auch nicht zeigen. So, und wir drehen jetzt noch ein zweites Video mit Strippen und richtigen Geschenken. Aha. Gut, Leute, da frage ich Katja auf jeden Fall die Tage mal auf Instagram, ob ich das nicht geschickt bekomme. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video. Wir haben hier einmal Hot Couple Strip Wrestling, Gone Too Far. Fragt ihr euch manchmal auch, wie kommt man auf solche Videoideen? Ich bin manchmal wirklich einfach als Content Creator auch in so einem kreativen Loch, aber goddamn, wie kommt man auf sowas? Hä? Hä? Kann mir jemand erklären, warum Chris Birop gegen diese Frau kämpft? Die hat ihm noch nichts getan. Hä? Ach, die ziehen sich dabei aus. Ah, okay. Hä?
Gut, keine Ahnung, gone too far. Ich weiß jetzt nicht, was daran zu weit ging. Gut, alles klar. Leute, ich bin mal wieder am Ende meiner Kräfte und noch am Ende meiner Erklärungsbereitschaft, hier zu erklären, was ich hier gerade gesehen habe. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video, meine Freunde. Ich habe auf jeden Fall noch folgende Idee. Ich würde gerne dich, Katja Krasavice, an dieser Stelle einladen, gemeinsam hier ein Video mit dir zu drehen. Und zwar tatsächlich ein Katja Krasavice Eye-Tracker React. Bitte setz dich neben mich dabei, Katja. Wenn du mal Zeit hast, ich schreibe dir die Tage mal auf Instagram oder WhatsApp. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, es wird extrem lustig und vor allem kann ich damit so viel Geld verdienen, dass ich damit sicherlich ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten brauche. Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ist zwar kein Fortnite-Video, benutzt trotzdem einen Creator-Code, auch wenn ihr wahrscheinlich komplett neu auf diesem Kanal gelandet seid. Und schaut mal in die Beschreibung, da ist noch ein Video von Revi Gang. An der Stelle haut rein, macht's gut. Ciao.